31. Dezember 2006, Mutter Gottes, Offenbarungen über die Liebesflamme. Meine lieben söhnenden Kinder, ich habe euch mit meiner gottesmütterlichen Liebe zum Dienst der Liebesflamme berufen, damit ihr zu meinen Helfern im heiligen Werk der Seelenrettung werdet. Lebt im Dienst der Liebesflamme und lasst meine Liebe immer mehr euer Herz entflammen und gebt dies weiter. Die Menschen und die Welt bedürfen der wahren Liebe und der barmherzigen guten Taten so sehr. Strebt vor allem anderen nach der Liebe, denn die Liebe ist der Schlüssel zum Herzen Gottes, aber auch zu den Herzen der Menschen. Dank dem himmlischen Vater, vereint mit Jesus und dem Heiligen Geist, für die Gnaden und Freuden des ganzen Jahres, aber auch für das Leid, das euch näher zu Gott brachte. Ich segne euch durch die Liebesflamme meines unbefleckten Herzens im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.